Ich sag euch mal, es sind viele Lenkeinheiten erforderlich, um eine... um mir eine ganze Strecke zu fahren. Um eine ganze Runde zu fahren, meine ich jetzt halt. Wow, wow. Du sagst nur, was du denkst, um auf die Gefühle der anderen zu achten. Dann musst du das lernen. Das mache ich nämlich auch so. Also ich sag auch, was ich denke, aber... wenn es zu krass ist, dann behalte ich es dann doch für mich. Ich bin zwar direkt und sage immer, was Sache ist, aber... können nicht alle auch mitleben, aber... wenn es dann immer als Hate endet, dann ist es auch nicht so. Ist halt verzogen, unser David hier. Ist halt verzogen und am Ego-Trip. Aber ich kann sogar sehr gut damit leben. Da können wir uns immer gegenseitig aufziehen und ärgern damit. Ja nö, Arschkriechen verstellen mag ich auch nicht, also ist eh klar. Nur vielleicht mit der Zeit gelernt, nicht immer alles sagen zu müssen, obwohl ich es trotzdem mache. Und die Leute dann irgendwie sich angegriffen fühlen. Und ist gar nicht so meine, so ist es auch bei dir. Du meinst es nur ganz lieb, hast sehr, sehr viele Gefühle und kannst sie nur nicht zum Ausdruck bringen, mein Schätzchen. Also nicht bewusst, nee. Also ich nehme dich immer mit offenen Armen auf und möchte dich dann zerquetschen, aber gut, das ist ja was anderes. Da habe ich nicht die Kraft dazu, mich zu schwach für. Du bist ja da ausgebildet. Du könntest mich ja locker vernichten. Deine Ultra-Militärausbildung. Ex-KGB-Typ hat schon was drauf. Muss man schon Respekt haben. Hey, Daten fürs B. Moin, moin. Nee, nee, du musst dich täuschen, das ist nicht zocken, das ist einfach nur so hier dummes Geschwätz von Gags, der weißt ja hier. Ja, ich muss das DRS benutzen, das fällt mir immer sehr, sehr spät auf. Ich tue mich voll drauf konzentrieren, nicht in diese komischen Wände nicht reinzurennen, die es ja eigentlich so wenig gibt. Und da bin ich mit DS fast überfordert. Weil ich noch gar nicht weiß, wo DS ist. Ich weiß nur, ich fahre irgendwie links, rechts, rechts, links, links, rechts. Also Flower denke ich mir da nur. Okidoki, dann siehst du, weißt du Bescheid hier, Datenfrisbee, was Sache ist.
Moin, grüß dich, Fox. Achso, ich habe einen Mod drauf. Musst du eingeben, Ausrufezeichen, F1 Mod, und dann hast du den Link auch dazu. Mod, damit alles ein bisschen originalgetreuer ist, sprich auch hier die ganzen Autos und die Reifen und sowas. Ich habe gerade Ideallinien, weil ich die Strecke lerne, ich bin hier noch nicht gefahren. Und ich weiß nicht, wie schnell ich die lernen kann, das ist schon hart. Ich versuche normalerweise immer im Kopf die Strecke vorzufahren, zumindest ein, zwei Kurven vorher zu sein, aber da geht nichts mit meinem Kopf hier bei der Strecke. Genau. Falls du es da auch laden möchtest und das auch haben möchtest, den Schmarrn hier, ganz einfach da. Einfach laden, die Files drüber kopieren. Steht aber auch eine Anleitung dabei. Ist sogar online kompatibel. Das sind zwei Packs, einmal für die Helme und für ein paar andere Kleinigkeiten. Das zweite Set sind dann für die Reifen, für die Spiegelungen und auch für die Autos, glaube ich, dass dann, ich glaube sogar bei Williams Martini draufsteht und sowas. Das ist nicht die Boxman-Fahrt. Und alles klar, Datenfrisbee, hast du gut geschlafen oder bist du noch wach? Yo, also das wird dauern, ey. Das wird dauern, bis ich das lerne. Oh mein Gott. Jo, geht so. Erstmal wach werden. Ach so, okay, dann hast du ja gepennt. Dann wird man gemütlich wach. Ja, Dave, habe ich die Uhr extra für dich angehalten, damit wir noch Zeit verbringen können. Um 6 gleich erstmal zum Bäcker. Boah, geil, bring mir Schokocroissants mit. Hey, super. Vielen Dank, echt lieb von dir. Weiß ich so schätzen irgendwann. Ich muss auf jeden Fall die Session üben. Ich übe die Session aber im Qualifying, da es im Training Regen geregnet hat oder es regnet. Und es regnet ja bei zu 90% bei unseren ganzen Rennen. Und hier nur in Q3. Das ist nett, ja, echt geil. Deswegen starten wir nochmal neu. Boah, nee, dann bin ich weg, Gex. HF, alle außer Gex. Siehste. Das freut mich, Dave. Das ist schön. Falls du ins Bett gehst, trotzdem schlaf schön, träum süß. Bis zum nächsten Mal. Und merci für den kleinen, interessanten Besuch hier in der Früh. Wenn wir das Setup laden, ist das Richtige. Ja, genau. Ich hätte mir ein bisschen mehr Sprit einpacken sollen, aber macht doch nichts. Ich muss ja mal hier. Es wird eine der krassen Herausforderungen hier ever, das hier zu lernen, die Strecke. Alle Hilfen, alles aus. Ich glaube, ich fahre die Strecke zum ersten Mal. Also ich habe sie zwar gesehen, ich bin glaube ich auch in F 2011 mal. Nee, ich habe glaube ich die Saison nicht so weit gespielt. Ja, habe ich. Nee, habe ich gar nicht. Glaube nicht, nee. 2010 mal auf der Xbox kurz. Glaube ich, weiß ich gar nicht. Also hier fährt man hier Boxenausfahrt ganz links. Ich darf ja nicht auf die weiße Linie, das ist ja böse. Also erste Kurve. Ja, ich muss mir das nachher merken, das Ganze. Drei links, okay. Und voll durchziehen, dann zwei rechts. Zwei rechts, okay. Drei links, oh Gott.
Nochmal drei links. In 3 Stunden zur Schule. Okay, coole Sache. 2 rechts und links. Ich kann mir vorstellen, wenn man die Strecke wirklich 200 Runden übt, dass man sie kann. Müssen wir mal hier aufschreiben, wie viele Kurven hier sind. Kann es auch sein, dass es eine der schönsten Strecken ist mit Monaco zusammen, weil es wirklich sehr, sehr eng zugeht hier das Ganze. Also Monaco im Regen war die Hölle. Also hier war es auch nicht wirklich viel besser im Regen. Okay, erste Kurve ist 3 links. Kommt 2 links. 3 links, 2 links. Und die kleinen zähle ich einfach nicht. Ich weiß es auch nicht, Schikane, aber egal. 3 rechts. So wie im Rallye fahren, ich brauche jemanden, der neben mir die Kurve schreit. Hard left, hard right, urban left, urban right. Und Kappa dahinter, jedes Mal Kappa dahinter. Nach der ersten langen Gerade 3 links. Da kommt sofort 2 rechts. Und dann wieder 3 links. Zwei rechts, links und dann wieder 2 links. Gottes Willen. Also Flower. Alles klar, verstehe ich. Dann schlaf mal schön, träum süß. Merci, Adigor, fürs Vorbeischauen. Zwei rechts. Gehört ja nicht auf die Strecke, soll ich mir das denn merken? Ist ja Kappa. Was ich zumindest wissen muss, was immer die nächste Kurve ist, links oder rechts, damit ich mich einreihen kann. Wow, 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 zu spät, zu spät. Ja, ja, ja. Ich muss mich ja nicht direkt kicken hier. Also Flower. Ja. War ganz witzig, nachdem ich irgendwie, ich weiß nicht, war in Deutschland, bin ich Dritter geworden und war ja gestern noch in Spielberg Zweiter. Irgendwie ein Angebot bekommen von Red Bull und dann habe ich die Viewer halt gefragt, möchtet ihr zu Red Bull für Ferrari wechseln? Und dann, ja, ging halt die Wahl eindeutig für Red Bull aus, deswegen haben wir halt gewechselt. Es geht sogar mitten in der Saison anscheinend hier. Vorhin habe ich vorhin Monster gewonnen, also eher mehr mit viel Zurückspulen, leider. Erstes Rennen mit dumm Zurückspulen gewonnen. Und dann habe ich jetzt von Caterham und Marussia bekommen. Angebot.